Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine große Legung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Arianeva, ich grüße dich, das ist dein Video. Große Legung schauen wir allen Themenbereichen an. Aber ich möchte erstmal astrologisch starten nach indischen Berechnung. Nach dieser Berechnung hast du Aszendent Zwilling. Und das bedeutet, das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Zwilling zeigt dir jugendliche Aussehen, jugendliche Ausstrahlung, eine interessante Persönlichkeit und auch deine Intelligenz. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier in die Nähe von Aszendent Rahu. Und zurzeit diese Bewegung, diese Rahu-Bewegung ist wieder in Zwillinge, dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Du hast diese Wiederkehr. Was löst es bei dir aus? Das sind karmische Themen. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten und zeigt einen karmischen Weg, was du noch nicht kennst. Deine Seele sucht aber diesen Weg und dieser Mondknoten bewegt sich auch und zurzeit ist wieder in Zwillingen so wie in dein Geburtshoroskop auch. Aktiviert bei dir diese Thematik, weil Aszendent hat mit deiner Persönlichkeit auch was zu tun. Du bist gerade auf die Suche nach Selbstfindung, nach Selbstdarstellung, deine Persönlichkeit leben, das im Ausdruck bringen. Das ist für dich eigentlich Befreiung. Dieser Rahu befreit dich, das wird gerade aktiviert und dieser Prozess dauert dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Die Zwillinge helfen dir, deine Persönlichkeit leben. Damit ich das näher beschreiben kann oder besser darstellen kann, möchte ich die mythologische Geschichte dazu erzählen. Aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von dem König auch schwanger. Und sie gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und hat gesagt, er möchte auch sterben, weil er will seinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Und sie leuchten im Himmel in tierkreiszeichnende Zwillingen, Kastor und Pollux. Und diese Geschichte vermittelt uns etwas. Wir Menschen haben eine Seele. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren.
Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Wir haben diese göttliche Wurzel. Und diese göttliche Wurzel ist diese Unsterbliche in uns. Das ist unsere Seele. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück und blickt zurück. Und das ganze Leben wird wieder abgespielt wie ein Film und die Seele schaut das nochmal an. Und ich kann das sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, wie fühlst du dich jetzt? Jetzt hast du es nochmal alles angeschaut. Ja, bist du glücklich? Wenn die Seele dann sagt, ja, ich bin glücklich, ich fühle mich befreit, dann kannst du sicher sein, dass die Seele befreit ist von Karma. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, das muss die Seele immer ausgleichen. Aber wenn die Seele sagt, ja, jetzt habe ich das nochmal angeschaut und jetzt stelle ich fest, ich habe doch gar nicht gelebt und ich möchte das besser machen, dann haben wir die Möglichkeit, das zu verbessern. Und die Seele macht eine Seelenreise, ist in ein Rad drin. Dieser Rad nennt man Schicksalsrad und solange sind wir in diesem Rad drin, solange bis wir befreit sind. Befreit sind erst dann, wenn wir glücklich sind, wenn wir unserem Selbst leben, wenn wir unsere Aufgabe finden, wenn wir unseren Lebensweg meistern. Und das ist diese zwei Lebensweg. Der eine ist, was die Seele macht, das ist das Göttliche, das Unsterbliche, das symbolisiert Pollux. Und der Menschliche, das Sterbliche, symbolisiert Castor. Die Seele sucht einen Schicksalsweg aus. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Das symbolisiert Castor. Und das vermitteln die Zwillinge. Wenn du das verinnerlichen kannst, dann hast du einen höheren Selbstbewusstsein, was dich auch befreit. Dann kommst du zum Luftelement, weil die Zwillinge gehören zum Luftelement. Hast du einen Weitblick und kommst zum Leichtigkeit. Und das ist dieser karmische Weg, was deine Seele ausgesucht hat, ein Neuland, was du entdeckst im Leben oder entdeckst in dir selbst. Die zweiten Lebensbereiche sind die Finanzen, aber auch Werte und auch Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Hier hast du die Krebsenergie und das bedeutet, du hast ein gutes Gefühl zum Gewinn, aber da musst du intuitiv handeln und auch zu deinen eigenen Werten stehen. Und Krebs zeigt den Rückzug, einen inneren Tempel, wo deine Seele wohnt. Und das findest du in einer meditativen Haltung. Im Geburtshoroskop hast du hier keinen Planet, aber jetzt bei dieser Bewegung, weil die Planeten bewegen sie sich, Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, hier bewegt sich zur Zeit Sonne, Mars, Venus, Merkur aktiviert gerade diesen Lebensbereich, was du auch jetzt wahrnimmst, um die Finanzen kümmern, um deine Werte zu stehen, auch dein Selbstwertgefühl stärken. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt?
Es ist weniger jetzt die Wissen gemeint, sondern das Verhalten, die Kinder. Hast du dich da durchsetzen können oder warst du klein gehalten, auf die Seite geschoben? Hier hast du Löwe und der Löwe wird wahrgenommen. Und die Löwe braucht die Publikum, die Löwe möchte immer im Mittelpunkt sein. Und das ist selbstverständlich, das entspricht die Natur der Löwe. Warum denn? Weil über diese Tierkreiszeichen herrscht die Sonne. Und die Sonne ist die Zentrum in unserem Sonnensystem und die Löwengeborenen fühlen sie sich so. Die sind im Zentrum, die sind im Mittelpunkt. Und das ist so wichtig für dich, vor allem dein Mond ist im Löwe. Mond entspricht deinen Gefühlen. Du brauchst dieses Gefühl, wahrgenommen zu werden, im Mittelpunkt zu sein. Und dafür brauchst du dich nicht entschuldigen. Das entspricht deiner Natur und das ist deine Schule des Lebens. Stehe dazu, bringst das im Glanz. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die Runde Format nehme. Und das bedeutet Basis, Fundament und Wurzel. Ich vergleiche das immer mit einem Baum und das heißt, hier ist das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verankert, verwurzelt. Das ist unsere Herkunft, unserem Ahnen, die Traditionen, unserem Zuhause und das gibt Halt in unserem Leben. Hier hast du Jungfrau und das bedeutet, du brauchst die Sicherheit, du brauchst die Stabilität, auch die Ordnung. Das muss immer alles in Ordnung sein. Hier hast du kein Planet, auch kein Licht, die beiden Lichter sind auch woanders. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, später deine Enkelkinder, aber auch deine eigenen Kindheit, diese Erinnerungen oder dein inneren Kind. Hier hast du Waage. Diesem Lebensbereich zeigt nicht nur die Kinder, sondern das Spielerische im Leben, die schöpferische Energie, die Kreativität. Und Waage ist sehr künstlerisch begabt und das brauchst du auch. Das gibt dir die inneren Gleichgewicht. Du hast im Geburtshoroskop hier einen rückläufigen Saturn und einen rückläufigen Pluto. Und das erschwert ein bisschen. Besonders Saturn erschwert das, weil Saturn ist streng, sehr, sehr streng, besonders im ersten Lebenshälfte. Das heißt, deine Kreativität dürfte es gar nicht leben, dazu war eine strenge Elternhaus. Möglich ist auch, dass du bei Großeltern aufgewachsen bist, weil Saturn symbolisiert die Großeltern. Nicht nur Saturn ist hier, sondern auch Pluto, das heißt die Konzentration, konzentriere auf dem Wesentlichen und bei dir ist die Kindheit oder dein eigenen Kinder oder deine schöpferische Kraft. Gestalte dein Leben kreativ, schöpferisch, lebe deine Kreativität, das ist der Fokus, das zeigt hier Pluto. Und das ist auch deine Lernaufgabe, weil Saturn vermittelt auch unsere Lernaufgabe. Beide ist rückläufig, beide hat mit Vergangenheit oder was mit früheren Leben was zu tun. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, Gesundheit, Arbeit, hängt auch zusammen, weil wir können dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Skorpion. Und ein rückläufiger Jupiter in dein Geburtshoroskop und auch ein rückläufiger Uranus. Und das erlebst du im beruflichen Umfeld. Jupiter gibt dir Chancen, Möglichkeiten. Zurzeit bewegt sich Jupiter auch hier im Skorpion. Du hast gerade deine Jupiter-Wiederkehr. Und Jupiter öffnet sich dir neue Türen, neue Möglichkeiten, beruflich was zu verändern, was verbessern. Jupiter bringt auch Glück, weil Jupiter ist der große Glücksplanet.
Jupiter ist noch rückläufig bis 12. August, dann wird direkt läufig. Bis dahin kann passieren, dass Jupiter bremst das, aber ab 12. August geht alles voran. Hast du Glück im beruflichen Umfeld? Dazu kommt die Skorpion-Energie, die Wandlung. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und das Verändern, Transformieren, diese Erneuerungsprozesse erlebst du im beruflichen Umfeld. Wie könntest du das vorstellen? Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine hat mit den anderen nichts zu tun. Die eine System gehören die negativen Gefühle. Das ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Hilflosigkeit, Eifersucht, Neid, Wut. Diesen Gefühlen zerstören und blockieren. Das ist die eine Schlangenenergie, die eine Kundalini-Energie, was alles nach unten zieht und blockiert. Die anderen Systeme sind die positiven Gefühlen. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mut, Vertrauen und Liebe. Und diese positiven Gefühle haben eine Quelle und das ist die göttliche Quelle. Und das ist Energie, das ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Das ist die zweite Schlangenenergie, was heilt, was befreit und sorgt dafür, dass alles vorangeht. Die Energie steigt nämlich nach oben wie Phönix aus der Asche. Und das zeigt die Skorpion, das ist die Wandlung. Und diese Wandlung erlebst du im Alltag, im Gesundheitsbereich und im Arbeit. Immer daran denken, raus aus die Angst, raus aus Schuldgefühl oder Zweifel. Immer übergehen auf die Begeisterung und Vertrauen. Und natürlich auch die Liebe, mach das mit Liebe. Und dann kannst du deinen Alltag, deine Arbeit schöpferisch gestalten. Und Glück hast du, weil Jupiter ist hier, auch Uranus. Auch Uranus sorgt auch, dass da Veränderungen kommen, außergewöhnliche Begegnungen und außergewöhnliche Lebensumstände. Der siebte Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft. Hier hast du die Schütze-Energie, ein rückläufiger Neptun und Ketu in dein Geburtshoroskop. Das sind Erinnerungen. Alte karmischen Erinnerungen und Verletzungen, Enttäuschungen hat mit Gegenwart gar nichts zu tun. Das zeigt deine Vergangenheit, alte Wunden. Und hier brauchst du die Heilung. Und dieser absteigende Mondknoten Ketu, was auch in dein Geburtshoroskop hier im Schütze ist, im siebten Lebensbereich, zurzeit bewegt sich auch hier dieses Jahr und 2020 auch noch ein Wiederkehr und aktiviert karmischen Themen. All das, was du erlebt hast früher, auch in früheren Leben, in die Liebe, Partnerschaft. Natürlich spürst du das. Die Verletzungen, Enttäuschungen und Tränen. Bist vielleicht sogar vorsichtig oder hast du Verlustangst oder Angst, wieder verletzt zu werden. Aber hier brauchst du die Befreiung, hier brauchst du die Heilung. Und das zeigt hier eine Saturn-Bewegung und eine Pluto-Bewegung. Beide ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun oder aktiviert das alles.
Und Saturn wird dann Mitte September direkt läufig. Das heißt, hier hast du gerade einen Prozess, dass du im Vertrauen kommst, Vertrauen, das Fluss des Lebens, eine glückliche Partnerschaft zu leben, dass du das zulassen kannst, dass du dich fallen lassen kannst, dass du das genießen kannst. Die achte Lebensbereich ist auch eine Art Wandlung, viele Dinge loslassen und Ziele setzen, die Zielerreichung. Hier hast du nämlich Steinbock-Energie und das brauchst du, Ziele und Orientierung. Die neunte Lebensbereich ist die Reise, Ausland, Auslandskontakte, auch inneren Reise. Und das sind die Glaubenssätze oder die Spiritualität. Hier hast du Wassermann-Energie. Das heißt, du ahnst vieles voraus. Du hast diese Talent, diese Begabung. Du brauchst auch einen Weitblick. Das befreit dich, wenn du Pläne hast. Und sollst du dich einzigartig und außergewöhnlich fühlen. Zurzeit bewegt sich hier im Wassermann Neptun und Neptun zeigt die Träume zum Leben. Und wenn das realistisch ist und wir daran glauben, dann wird das Realität. Glaub an deine Visionen, an deine Vorstellung, an deine Träume. Der höchste Punkt des Horoskopes ist das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen, das ist wieder Wasserelement, handelt sich um Gefühle. Du erreichst deine Ziele oder Respekt oder Anerkennung oder deine Berufung zum Leben, das ist auch in diesem Bereich, wenn du auf deinen Gefühlen achtest. Das ist genau das, was ich bei Skorpion beschrieben habe. Raus aus Angst und Zweifel und übergehen auf das Vertrauen. Die Tierkreiszeichen Fischen zeigt das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, außerdem Freundschaften. Hier hast du wieder Energie. Hier befindet sich in deinem Geburtshoroskop Sonne, Mars und Merkur. Und das bedeutet, hier findest du dein Selbst wieder. Sonne symbolisiert nämlich auch Selbst. Und das ist die Wiederenergie, mutig zu sein, deine Hoffnungen, deine Wünsche nicht aufgeben. Mars ist deine Energie, da sollst du dich einsetzen. Mars bedeutet aber auch dein Mann, dein Partner, dein Wunschpartner. Das soll in Erfüllung gehen und das, was du auch hier lernst, das ist dann wiederum Merkur-Einfluss. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. Hier hast du Stier-Energie und dein Venus. Allerdings ist hier die Schattenseite und das sollst du lebendig machen. Du musst dich nicht zurückziehen, verstecken, sondern steh zu deinen Werten. Stier symbolisiert auch Werten, Selbstwertgefühl, Besitz. Nimm deine eigenen Werte, deine Weiblichkeit, diese Liebesenergie im Besitz. Befestige das. Dann hast du die tiefe Geheimnisse deines Lebens verstanden. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Freundschaften haben dich immer wieder verletzt oder gekränkt in dein Leben. Achte immer auf den Gesprächen, welche Informationen du bekommst oder was du vermittelst. Das ist möglich, dass hier immer wieder mal eine gewisse Hektik entsteht, Unruhe entsteht und das sollst du verändern, damit du mehr Stabilität hast und deine Kraft verspürst. Über Ämtern oder ämtlichen Situationen machst du hier Gedanken. Das ist alles im Weg. Diese Unklarheiten, was in den vergangenen Monaten gewesen war, ist vorbei. Es steht alles im guten Sternen. Dieser Turm bedeutet nicht nur
Emden, sondern bedeutet auch gefangen fühlen, und das tut auch weh. Und das zeigt die Gedanken. Worüber machst du Gedanken? Ist das die Vergangenheit? Ist das deine Werte? Ist das verletzten Gefühlen? Wie auch immer, ordne deinen Gedanken. Immer positiv denken. Und wenn das mit der Vergangenheit was zu tun hat, dann kann ich eins sagen. Die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Nie wieder. Das sind nur Gedanken, mehr ist das nicht. Natürlich mit Emotionen verbunden, oft verletzten Gefühlen, aber raus aus diesem Gedankenmuster und umdenken. Umdenken an etwas, was dich begeistert. Die könnte eventuell Bewegung, das kann auch Sport sein, begeistern. Und da findest du auch Freundschaften. Eine männliche Person macht Gedanken über dich. Das entspricht seiner Gedankenwelt. Trifft auch schicksalhafte Entscheidungen oder du hast mit diesem Mann eine schicksalhafte Begegnung. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Und das sind oft Begegnungen mit anderen, die wir von früheren Leben kennen. Also das wäre ein Hinweis, dass du erlebst etwas in die Liebe, immerhin das Herz ist auch da, in die Liebepartnerschaft, wo du diesen Mann von früheren Leben kennst. Dieser Mann gibt dir die Sicherheit, Stabilität, sogar die Ehering, aber er schaut momentan weg. Er hat noch Schwierigkeiten, das kann bis Wintermonaten dauern, bis diese Neuigkeiten kommen und er spricht über Gefühle. Und bis nächstes Jahr, Frühjahr, hast du das Glück, hier etwas mit diesem Mann aufbauen. Er scheint aber im Kartenbild ein zweiter Mann auch. Du stehst mit beiden Männern in einer Verbindung. Und du wirst eine klare Entscheidung treffen bezüglich Liebe, Partnerschaft. Aber es steht hier alles im guten Sternen. Du hast familiär, du hast in Wohnsituation, du hast in die Liebe, Partnerschaft Glück. Dieser Ring bedeutet Ehe oder eheähnliche Verbindung. Vor allem das Haus steht auch da. Also steht hier auch eine gewisse Stabilität dabei, gemeinsame Zuhause zu haben. Aber Ring bedeutet auch wiederkehren, dass jemand wiederkehrt sich in dein Leben. Deine berufliche Situation erscheint hier, ist auch sehr aktuell. Immerhin ist in die erste Reihe des Kartenbildes. Berufliche Veränderung ist hier sichtbar. Diese Störche symbolisieren Veränderung. Dieser Sarg zeigt Ende an etwas oder Kündigung. Steht in Verbindung, in Querverbindung zu deiner beruflichen Situation. Diese Veränderung ist für dich wichtig, weil so findest du wieder deine Stärke oder deine Berufung. Im beruflichen Umfeld kennst du eine Frau und diese Frau ist falsch. Liegt die Falschheit da, aber diese Verbindung geht zum Ende. Sei zurückhaltend und nimm Abstand von dieser Frau. In Finanzen und in Buchhaltung, alles was mit Geld zu tun hat, hast du ein sicheres Hand. In Vergangenheit war da Geldverlust da. Möglich ist auch, dass jemand dich betrogen hat finanziell. Sei da verschlossen oder vorsichtig. Die Schlüssel und das Buch zeigt Verschlossenheit und das handelt sich um Geld. Dieses Bild zeigt deine Chancenmöglichkeiten, beruflich etwas zu verbessern. Das ist entweder eine kreative Arbeit oder Spiritualität. Blumen steht auch oft zum Selbstständigkeit
Und da hast du die Möglichkeit, etwas Neues lernen, eine Bildung, hast auch Glück dabei. Das kann für dich ein Neuanfang sein, Anfang nächstes Jahr. Dadurch verbessert sich bei dir die Finanzen. Du selbst hast die Schlüssel in Hand, deine Finanzen zu verbessern. Eine Bildung ist da, aber schweige, erzähle nicht, weil diese Frau oder anderen kann auch bedeuten, werden Stein in deinen Weg legen, liegt nämlich die Falschheit da, beruflich und bei einer Bildung. Und du kannst das alles im Griff bekommen. Diese Bilder erscheinen hinter deinen Rücken, was für dich noch nicht sichtbar ist. Natürlich kann ein Hinweis sein auf die Vergangenheit, aber intuitiv würde ich eher behaupten, das ist etwas, was noch kommen wird, was du noch nicht siehst, weil für dich ist es noch nicht sichtbar. Und das bedeutet schicksalhafte Veränderungen und Entscheidungen bezüglich Liebe, Partnerschaft. Du bekommst eine Liebesnachricht, da kannst du sicher sein. Du hast die Schlüssel in Hand, beruflich und finanziell etwas zu verbessern. Die Richtung wäre ein Neuanfang, wo auch Glück hast, in einen Bereich Kreativität oder Selbstständigkeit. Jetzt in die nächste Zeit auf eine Reise gehen, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das würde für dich einen finanziellen Verlust bedeuten. Erstmal konzentriere an dein Zuhause, die Kontakte, die Familie, die familiären Kontakte und kleine Reisen oder Sport, Bewegung, Freundschaften zum Pflegen befreit dich auch. Und sei in Vertrauen, dass hier in die Liebe Partnerschaft ergibt sich auch etwas. Und dann mach Gedanken über deine berufliche Situation, eine angestellte Verhältnis, auch wenn hier Veränderungen sind. Und gibt es für dich die Kraft, die Stärke, die Stabilität, ist nicht deine Berufung, sondern der richtige Weg wäre, wenn du selbstständig etwas machst, ein Neuanfang, da liegt das Glück, ist die Bildung da, ist die Kreativität und Selbstständigkeit, du hast selbst alles in Hand, die Schlüssel ist diese Sicherheit für dich, zeigt wieder Selbstständigkeit, du handelst selbst, weil du kannst das öffnen mit diesem Schlüssel, bedeutet auch Sicherheit, aber auch Handlungen, selbstsicheren Handlungen, dass hier etwas in Bewegung kommt, das wäre die Richtung, aber es ist noch nicht der richtige Augenblick. Jetzt im Sommermonaten etwas klären, bereinigen, auch bei den zwischenmenschlichen Kontakten und Gesprächen, da etwas geklärt zu haben, ist wichtig, das wäre aktuell. Aber ein Neuanfang, ein beruflicher Neuanfang Richtung Selbstständigkeit ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das kommt im Frühjahr, das kann April, Mai sein, 2020. Das wäre der richtige Augenblick, einen Vertrag unterschreiben und vorbereiten kannst du jetzt schon. Weil eine Bildung oder ein Plan, das kannst du jetzt schon haben, wenn du deinen Blick änderst, wenn du deinen Blick in diese Richtung lenkst, das wäre klug, aber schweige, weil du kannst nicht jedem vertrauen. Wenn du das erzählst, dann kann bedeuten, dass das weiter erzählt wird in die Arbeit. Möglich ist auch, dass hier jemand dir sagt, bewahre deine sicheren Arbeit, sowas gibt man nicht auf und Finger weg von Selbstständigkeit. Das kann natürlich einen falschen Rat geben und es ist wichtig, dass du deine Hoffnung vertraust und das, was du möchtest. Der Partner, entweder er oder er, hier erscheint zwei Männer, wird dich dabei unterstützen und gibt dir die Sicherheit, Stabilität und Halt. Aber bis da dieses Vertrauen da ist,
Das kann bis Wintermonaten sein. Ich würde sagen, momentan ist wichtig, dass hier du klärenden Gesprächen führst. Hier klärt sich etwas auf, dass du von manchen Freundschaften verabschiedest. Hier brauchst auch Heilung und auch in deinen Gedanken ändern, raus aus diesen negativen Gedanken und übergehen auf die Begeisterung, damit hier etwas in Bewegung kommen kann. Sport, Bewegung, neue Freundschaften bringen dir Glück. Dein Zuhause, deine Familie gibt dir die Sicherheit, Stabilität, die Rückenstärkung und die Halt. In Liebepartnerschaft stabilisiert sich bis Wintermonate etwas, kommen auch Neuigkeiten. In Wintermonaten kannst du schon vorbereiten, entweder eine Bildung oder deine Selbstständigkeit, eine neue berufliche Richtung. Entweder jemand blockiert dich oder versucht dich abzuraten. Also wichtig, dass du in deiner eigenen Meinung bleibst und machst deinen eigenen Weg. Und nächstes Jahr, April, Mai, kannst du schon starten. Unterstützung bekommst von Familie und von Partnerschaft. Und nicht vergessen, es steht alles hier im guten Sternen und dein Schicksal kannst du vertrauen. Hier hast du Verträge, das kann auch deine Wohnsituation betreffend sein. Hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch finanziell und lebst deine Berufung. Liebe Ariane war, so könnte ich diese große Legung erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.